Hallo und herzlich willkommen zu den Schülersnachrichten. Mein Name ist Ella aus der Klasse 4b. Folgende Themen haben wir für Sie vorbereitet. Zu Beginn haben wir ein spannendes Interview mit unserem PIA-Praktikanten Philipp geführt. Des Weiteren haben wir ein paar Angebote aus unserem Sommerferienprogramm. Zum Abschluss stellen sich unsere Reporter sich und ihre Nationalität vor. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Nun schalten wir zu Von direkt ins Schülerhaus. Mein Name ist Von. Ich will einen Kollegen vorstellen. Und er heißt Philipp. Philipp, wie alt bist du? Ich bin 30 Jahre alt. Woher kommst du? Ich komme aus Stuttgart und genau aus Stuttgart-Pliningen. Da bin ich aufgewachsen. Wie lange warst du hier? Ich war jetzt hier insgesamt ein Jahr und 6 Wochen. Freust du dich schon auf den Kindergarten? Ja, ich freue mich schon auf den Kindergarten, weil da sind ja auch die Kinder ganz in einem anderen Alter als wir hier. Aber natürlich werde ich euch auch vermissen. Bist du traurig, dass du das Schülerhaus verlässt? Ja, auf jeden Fall. Ich habe euch jetzt ja auch alle kennengelernt und auch die Kollegen. Und ja, da bin ich schon traurig, dass ich weggehe. Wie war das Schülerhaus für dich? Oh, das Schülerhaus war sehr interessant. Ich habe hier sehr viel Neues kennengelernt, Neues erfahren. Die ganzen Kinder, die ganzen Kollegen, wir haben ja auch viele Sachen gemacht. Und es war eine sehr, sehr interessante Erfahrung für mich und ich habe hier sehr viel gelernt. Was hast du mit den Kindern am liebsten gemacht? Oh, da gibt's vieles. Ich kann mich erinnern, was ich gerne gemacht habe. Gruppenspiele. Ich habe mit meiner Gruppe, der Gruppe Helblau, haben wir häufig mal Gruppenspiele gemacht nach dem Unterricht. Oder wenn ich mal einen Praxisbesuch vorbereiten musste, hatten wir eine Schatzsuche gemacht. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Und natürlich die ganzen Sportsachen. Tischtennis, Basketball gespielt oder auch Federball in der Halle. Das hat mir sehr gut gefallen. Okay. Wie war dein erster Tag im Schülerhaus? Oh, da war ich sehr aufgeregt, weil ich natürlich auch gespannt war, was mich erwartet und auf wen ich da treffe. Und es waren sehr, sehr viele Eindrücke und ja, es war sehr interessant und ja, habe ich viel mitgenommen, auf jeden Fall. Okay, danke für das Interview. Ja, ich danke auch. Danke an Von und Philipp für das tolle und spannende Interview. Wir schalten direkt weiter zu Stella ins Bauzimmer. Da soll sich wohl einiges getan haben. Hallo, ich bin Stella und wir befinden uns gerade im Bauzimmer und ich möchte jetzt hier jemand interviewen. Hallo, wie heißt du? Hallo, mein Name ist Von. Wo sind wir gerade? Wir befinden uns gerade im Bauzimmer. Welches Ferienangebot findet hier gerade statt? Das Zimmer wurde umgestaltet. Was wurde hier im Bauzimmer verändert? Dass diese Couch, die wir auf gerade sitzen, ein bisschen weiter hinten war und der Schrank hier hinten da hinten war, ja. Und dass da die Küche ist, also ein Rollenspielraum und da hinten nur für Lego. Okay. Wie gefällt dir das neue Bauzimmer? Gut. Vielen Dank für das Interview. Und mir gefällt das Bauzimmer auch gut. Tschüss. Danke an Stella und Von für die Führung durch das neue Bauzimmer. Es ist interessant, was sich da alles verändert hat. Vor allem, dass es jetzt getrennt ist. Wir schalten zu Von, der ein Kind interviewt hat, mit einem weiteren spannenden Ferienangebot. Hallo, mein Name ist Von und bin in der Klasse 4C. Wie heißt du und in welche Klasse gehst du? Ich heiße Josephine und bin in der Klasse 4D. Bei welchem Sommerferienangebot hast du mitgemacht? Bei Kinderwunschtag. Für was habt ihr euch entschieden? Für in die Stadt gehen, dort auf den Spielplatz zu gehen und dann ins Kino gehen und dann noch ein Eis essen. Wie war das für euch
mal selbst zu entscheiden. Es war schön und man darf das nicht immer. Soll so ein Angebot für euch Kindern nochmal stattfinden? Ja, ich denke, das wäre schön. Danke für das Interview und nun schalten wir zu Ella in die Redaktion. Wow, in einem Tag, an dem die Kinder entscheiden dürfen. Wir schalten zu Taher auf den Skateplatz. Hallo Leute, ich bin der Taher und wir sind hier gerade im Botnang beim Skatepark. In der ersten Ferienwoche gab es das Ferienangebot. Skatekurs und darüber berichte ich heute. Ich habe mich heute mit 3 Kindern getroffen, um die zu interviewen. Hallo. 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 Was habt ihr in der ersten Ferienwoche geübt? Wir haben geübt, richtig auf dem Skateboard zu stehen und zu fahren. Wo wart ihr denn letzte Woche? Wir waren hier und beim Pool. Was ist beim Skaten so wichtig? Dass man die Schutzkleidung richtig anzieht. Und ich zeig's euch heute. Das sind die Knieschoner. Das sind die Ellenbogenschoner. Und wow, man muss ja richtig viel anziehen. Das sind die Handgelenkschoner. Der Helm ist am wichtigsten. Wow, man muss ja ganz viel anziehen. Das Helm ist am wichtigsten und ich will nur für meine Sicherheit aufpassen. Was muss man als erstes lernen, bevor man richtig fahren kann? Man muss als erstes lernen, richtig hinzufallen und das zeige ich euch jetzt. Dann leg mal los. Also als erstes muss man lernen, wie man richtig fällt. Und zwar fällt man als erstes auf die Knieschoner, weil die am nächsten beim Boden sind. Dann auf die Ellenbogen und dann auf die Handgelenkschoner. So in etwa. Und danach sollte man immer gucken, ob die Schoner noch richtig sitzen. Ja, wow, da muss man ja ganz viel schön beachten. Nun zeige ich euch, wie man hier richtig runterfällt. Wow. Als zweites muss man üben, wie man richtig auf dem Board steht. Stellt man sich erstmal so hin, dass man frei Schrauben verdeckt. Dann stellt man den hinteren Fuß so. Und dann dreht man den vorderen Fuß. Das ist ja ganz schön kompliziert. Boah, Ella, du bist ja voll schnell. Wow, ich bin richtig beeindruckt hier, was sie macht. Was kannst du schon so nach einer Woche? Also, das will ich euch heute zeigen. Okay. Wow, ich bin ja so beeindruckt, wie ihr das alles in einer Woche gelernt habt. Danke fürs Interview und wir schalten jetzt live zu Ella zurück ins Studio. Unglaublich, was die Kinder in nur einer Woche gelernt haben. Und vor allem, dass ihnen die Sicherheit so wichtig ist. So. Zu guter Letzt stellen sich unsere Reporter sich und ihre Nationalität vor. Hallo, ich heiße Stella, ich bin in der 4C. Ich habe thailändische Wurzeln. Thailand hat 66.188.503 Einwohner. Das typische thailändische Essen ist Reis mit Ei. Aber es gibt auch 2 andere Arten von typischen thailändischen Essen. Nämlich Fisch und Ente. Jetzt kommen wir zu der Hauptstadt von Thailand. Sie heißt nämlich Bangkok. Außerdem gewittert es im Herbst von den Jahreszeiten am meisten. Mein Name ist Taher und ich komme aus Tunesien. Tunesien ist ein Land in Nordafrika. Die Hauptstadt heißt Tunis. Tunis hat 11 Millionen Einwohner. Tunis liegt am Mittelmeer. Vor 2 Tagen sind wir zurückgekommen und deswegen bin ich so braun. Tschüss. Hallo, mein Name ist Ella und ich bin in der Klasse 4B.
Ich wurde in Stuttgart geboren. Stuttgart ist die Stadt mit dem ältesten Fernsehturm der Welt. Meine Eltern kommen aus Siegen, der regenreichsten Stadt Deutschlands. Deutschland hat 82,79 Millionen Einwohner. Berlin ist die deutsche Hauptstadt. Sie hat 3,575 Einwohner. Tschüss. Hallo, mein Name ist Von und bin in der 4C. Und ich will euch über mein Geburtsland erzählen. In Kamerun gibt es 24 Millionen Einwohner. Mein Lieblingsessen ist Achu, die Hauptstadt ist Bamenda. Und ich bin mit 4 Jahren hier nach Deutschland gekommen. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hehehehe